gegen Wolfsburg. Es war eine Reaktion gefordert und die ist gekommen. Nach etwas Startschwierigkeiten kamen die Kloten-Flyers immer besser ins Spiel. Nylander zu Wick, das 1:0 für die Schweizer. Roman Wick traf nach langer Verletzungspause zum ersten Mal wieder. Nach toller Vorarbeit von Nylander. Im zweiten Drittel sah man eine ausgeglichene Partie. In Sachen Effizienz waren die Klotener aber eine Klasse besser. Micky Dupont erhöhte im Powerplay 5 Minuten vor der zweiten Pause auf 2:0. Keine 3 Minuten später stand es 3:0 für die Kloten Flyers. Yannick Herren war mit dem Distanzschuss erfolgreich. Kloten war nicht unbedingt besser, aber eindeutig effizienter. Dies galt auch für den Schlussabschnitt, in dem sich Marcel Lienny ebenfalls in die Torschützenliste eintragen konnte. Zweites Überzahlspiel, zweites Tor. Auch hier waren die Klotener Meister in Sachen Effizienz. Das war noch lange nicht alles. Victor Stanciescu erhöhte 7 Minuten vor Schluss auf 5:0. Und der Schlusspunkt und gleichzeitig die schönste Aktion des Spiels gehörte Roman Wick, der die Wolfsburger Abwehr richtig gehend vernaschte. Klotens Rehabilitation für die Kanterniederlage zum Auftakt ist geglückt und Ersatzgoalie Michael Flückiger, der Ronny Rüeger ersetzte, konnte sich über einen Shutout freuen. Ja, und der letzte Treffer von Roman Wick, das ist sicherlich bisher das Tor des Turniers 2011. Kloten Flyers sind also zu 50% zu dem erfolgreichen Schweizer Tag, an dem erfolgreichen Schweizer Tag hin, wo es beteiligt sind. Die anderen 50% kommen vom HC Davos, das haben wir heute Abend live übertragen. Die Davoser haben ihr Startspiel gewonnen mit 2:1 gegen Witkowice. Und da will ich euch nochmal im Schnelldurchlauf zeigen, was da alles passiert ist. Ja. Ja, die Davoser gewannen, aber es begann nicht gut für den HCD. Im zweiten Drittel dieser Angriff und Peter Paul im zweiten Versuch mit dem 1:0 in der 26. Minute die Führung für Witkowice. Doch Davos vermochte sich zu steigern. Nach einer Strafe nahmen sie Schwung auf und vor allem die Linie mit Reto Fonax. Peter Tatiček und Peter Sikora schlug zu. Peter Tatiček mit dem Ausgleich zum 1:1 nach 38 Minuten und 6 Sekunden. Nur 1,5 Minuten später ein Powerplay für den HC Davos. Und wieder war es Peter Tatiček, der traf. 1:32 nur zwischen den beiden Toren. Und das 2:1 von Tatiček war bereits das letzte und das entscheidende Tor. Also ein totaler Schweizer Erfolgstag hier oben in Davos.